Hallo, wir sind Johanna und Ida. Und für kurz oder lang hat es uns nach Palästina verschlagen. Genauer gesagt, nach Bethlehem. Das ist eine kleine Stadt südlich von Jerusalem, die in den palästinensischen Autonomiegebieten liegt und dafür bekannt ist, dass Jesus hier vor 2000 Jahren geboren sein soll. Hier arbeiten wir im Arab Educational Institute mit. Das ist eine lokale Nichtregierungsorganisation, die vor allem mit Jugendlichen und Frauen zusammenarbeitet, christlich-muslimische Schulprojekte organisiert und Besuchergruppen über die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser aufklären möchte. Warum? Weil die palästinensischen Gebiete, dazu gehört die Westbank und der Gazastreifen, und die syrischen Golanhöhen seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzt sind. Das sind nun fast 50 Jahre. Seitdem wurden über 200 Siedlungen in der Westbank gebaut, die übrigens gegen das Völkerrecht verstoßen, Checkpoints errichtet, eine Mauer gebaut und vieles mehr. Deshalb wird dieser Tag auch Naxa genannt. Das heißt übersetzt so viel wie Rückschlag oder Niederlage. Im Juli 2017 jährt sich dieser Tag nun zum 50. Mal. Aber um dem weit verbreiteten Bild, das viele von den Palästinenserinnen und Palästinensern haben, etwas entgegenzusetzen, wollen wir, zusammen mit dem Team vom AEI, diesen Tag als Anlass nehmen, eine Art Kunstfestival zu organisieren. Kunst ist dabei sehr weit gefasst und meint nicht nur die bildenden Künste, sondern auch Musik und Gesang. Das alles ist nämlich Teil des Sumud. Was das genau ist? Sumud is an Arabic word means steadfastness, stay in the land and never to give up. And even enjoying your life despite all the odds. Sumud is a symbol of our Palestinian olive tree, which is rooted in our own soil. Solche Festivals gab es auch schon vorher. Aber da es dieses Jahr ein besonderer Gedenktag ist, soll das Ganze etwas größer werden. Mit Programmen für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Gäste. Und dazu brauchen wir euch. Zwar haben wir schon ein paar Spenden gesammelt, wir brauchen aber noch 7000 Euro, um das Ganze auf die Beine stellen zu können. Wenn ihr uns also in unserem Projekt unterstützen möchtet, dann wählt euch ein Dankeschön aus und helft uns, einen unvergesslichen Tag für die Menschen aus Bethlehem zu organisieren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Kampagne über eure digitalen und natürlich auch analogen Netzwerke teilt. Wir sagen schon jetzt Shukran! Shukran! Shukran!